Ja, hallo, ich begrüße euch herzlich zur ersten Vorlesung im neuen Jahr. Ich wünsche euch allen ein gutes, gesundes und vor allem auch erfolgreiches neues Jahr im Studium. Wir machen hier weiter mit dem Stoff und zwar mit dem nächsten Kapitel. Also das Kapitel habe ich jetzt als Grundlagen des Greifens hier genannt. Und da werden wir hier natürlich ausgehend von einer Motivation, die Grundprinzipien und die Grundalgorithmen, die man braucht, damit man einem Roboter tatsächlich eins der zentralen Fähigkeiten beibringen kann, und zwar Objekte manipulieren, also Objekte greifen und manipulieren. Und wie wir bis jetzt in der Vorlesung gesehen haben, wir können natürlich Robotersysteme beschreiben, wir können sie regeln, wir können kollisionsfreie Trajektorien generieren und diese Trajektorien auch mit gewissen Interpolationsmodis ausführen. Das heißt, bis jetzt eigentlich haben wir den Roboter betrachtet, unabhängig von der Umgebung, beziehungsweise bloß nicht, dass der Roboter die Umgebung berührt oder in Kontakt mit der Umgebung kommt, weil das haben wir ja Kollision genannt. Und ihr könnt vorstellen, dass Greifen und Manipulieren von Objekten ohne Kollisionen mit diesen Objekten überhaupt keine Chance hat. Also eigentlich suchen wir jetzt beim Greifen nach geeigneten Möglichkeiten, wie Kollisionen der Hand, also des Roboters selber, weil es geht nicht nur um Greifen, sondern Manipulieren. Also das könnte ja das Pushen von einem Objekt sein, das Anschubsen von einem Objekt sein. Das heißt, ohne dass wir Kontakt mit der Umgebung herstellen, können wir solche Aufgaben nicht erfüllen. Ohne dass ich Kontakt mit diesem Pointer hier habe, kann ich dieses Pointer nicht stabil in der Hand festhalten. Und wenn wir jetzt diese Folie von den letzten Vorlesungen mal kurz angucken, haben wir gesagt, okay, wir haben ja eine Greifaufgabe zunächst mal spezifiziert von einem High-Level-Planer, was wir im letzten Kapitel kennenlernen werden. Also wie ausgehend von einer bestimmten Situation so ein Planer, also eine Sequenz von symbolischen Aktionen, wie greifen, einschenken, rühren, abstellen und so weiter und so fort generiert werden kann. Für unsere Bewegungsplanung, die ganzen Methoden, die wir in dem letzten Kapitel kennengelernt haben, Probabilistic Roadmaps, Rapidly Exploring Random Trees und so weiter und so fort, wissen wir, dass wir Repräsentationen vom Konfigurationsraum brauchen. So, das heißt, für unsere Bewegungsplanungsalgorithmen, die wir kennengelernt haben, brauchen wir eine Repräsentation der Szene, die uns sagt, wo sind zum Beispiel Objekte in der Szene. Und wir wissen, wenn wir beispielsweise diese Box hier greifen, dann ist diese Box das Zielobjekt, mit dem wir Kontakt herstellen können an bestimmten Punkten auf der Oberfläche von diesem Objekt, während die anderen Objekte wie die Tasse oder die Box nebendran links und rechts, die sind Hindernisse, die wir vermeiden müssen. Das heißt, in diesen Beispielen, die wir oft gesehen haben in der Vorlesung, da geht es halt darum, also so eine einfache Aufgabe wie diese Box hier zu greifen, wie man sieht hier, ja, und zwar mit einem bestimmten Griff, den man ausgewählt hat, den man berechnet und ausgewählt hat. Und ich kann euch verraten, dass diese Generierung von Griffen oder Bestimmung von Griffen auch mit ähnlichen Methoden der Bewegungsplanung erfolgen kann. Also zum Beispiel mit einem randomisierten Rapidly Exploring Random Tree, wo man die Hand des Roboters nimmt als eine Kinematik und versucht, für diese kinematische Kette, also verzweigte kinematische Kette der Hand, so eine Lösung im Konfigurationsraum zu finden. So, das heißt, was wir hier haben, wir haben eine Greifaufgabe, wir brauchen eine Szenenrepräsentation, die wir mit Hilfe von Methoden der Bildverarbeitung, also wir müssen mit Hilfe von zum Beispiel 3D-Kameras, Stereo-Vision und so weiter und so fort, eine solche Repräsentation der Szene erzeugen. Das wäre unser Konfigurationsraum im Kartesischen. Wir wissen zum Beispiel für RRT oder Dynamic Roadmaps, dass wir
dann Bewegungsplanung hier machen können und dann diese Trajektorie, die grüne bzw. die blaue Trajektorie, also die gesmoothte Trajektorie berechnen können. Und was ganz wesentlich ist die Tatsache hier, oder in diesem Kapitel wollen wir uns damit beschäftigen, nicht wie man diese Trajektorie berechnet, sondern wie man eins von diesen vielen Griffen, vielen möglichen Griffen, die hier eingezeichnet sind, hier auf dem Objekt berechnen und eins natürlich selektieren kann. Und das sind hier mehr Beispiele, die ich heute mitgebracht habe. Ja, also das sitzt der Arma 3 in der Küche, wie man sieht hier, greifen. Natürlich braucht man eine gewisse Bildverarbeitung, sieht man hier die Kamerabilder da unten, die benutzt werden. Wir wissen, dass wir zum Beispiel Visual Servo benutzen, um diese Greifaktionen auszuführen. Also die Hand mit Hilfe von diesem roten Marker hier zur 6D-Pose, zur ermittelten 6D-Pose des Objektes führen können und dann das hier ausführen. Ich habe auch ein weiteres Beispiel mitgebracht, und zwar, man sieht hier einen Roboter, der jetzt nicht nur so in der Küche mal operiert, das ist der Arma 6, und man sieht hier, das Ziel ist, also die Greifaufgabe oder die Aufgabe hier ist, diese Sprühflasche zu greifen, die auf dem entfernten Tisch liegt. Und wenn man hier schaut, was eigentlich gemacht werden muss, da muss man zunächst mal schauen, welche Griffe überhaupt kommen in Frage. Und dann, wo soll sich der Roboter am besten hinstellen? Oh, das war zu schnell. Lass ich nochmal laufen. So, also welcher Griff kommt überhaupt in Frage für dieses Objekt? Wo soll der Roboter am besten stehen, um dieses Objekt zu greifen? Und anschließend müssen wir natürlich anhand von der besten Position die inverse Kinematik lösen, damit wir die Konfiguration vom Arm, vielleicht vom ganzen Körper hier berechnen können. Eine Bewegungsplanung, die natürlich auch die mobile Plattform berücksichtigt. Das heißt, das ist auch wiederum ein Plan, was mit Dynamic Roadmaps hier berechnet wurde. Und wenn alles da feststeht, also wir haben einen Griff ausgewählt, wir wissen, wo der Roboter sich hinstellen muss. Und wir haben eine Lösung für die inverse Kinematik, für den selektierten Griff, dann können wir natürlich das Ganze hier sensorgeführt ausführen, wie man hier praktisch in dem Video sieht. Und ein weiteres Beispiel, um nur das Problem noch besser zu veranschaulichen. Wir haben hier keine statische Umgebung, sondern Umgebungen, die sich dynamisch verändern. Das heißt zum Beispiel hier, all diese Objekte hier sind nicht Teil vom Umweltmodell. Das heißt, der Konfigurationsraum natürlich hier berücksichtigt diese Tasche, Werkzeugtasche beispielsweise oder diese Lampe hier. Und deshalb wird hier mit Hilfe von Bildinformation, also 3D-Punktwolken, werden diese Objekte oder die als Hindernisse berücksichtigt oder als Hindernisse betrachtet, wird eine kollisionsfreie Bewegung zu diesem Schwamm hier auf dem Tisch ausgeführt. Das heißt, es ist zwar der letzte Schritt, das ist zwar der letzte Schritt, was wir ausführen, wenn wir so ein Objekt hochheben, manipulieren, aber man sieht hier, dass es hierzu eine ganze Menge von unterschiedlichen Teilkomponenten funktionieren können, damit man überhaupt einen generierten Griff auf einem Objekt ausführen kann. Noch weitere Beispiele hier. Man sieht umgreifen. Ja, also wenn ich so ein Objekt greife und ich will es von der einen Hand in die andere Hand nehmen, dann muss ich natürlich das Ganze machen, was ich vorher gemacht habe. Objektpositionsbestimmung, Griffselektion, wo der Roboter steht, der Roboter ist hier fest. Aber wenn ich umgreife, dann muss ich tatsächlich für diesen Umgriff, also für die andere, für die zweite Hand, einen Griff generieren auf dem Objekt. Also das heißt, was heißt ein Griff auf dem Objekt? Das heißt eine Menge von Kontaktpunkten auf dem Objekt, mit denen ich das Objekt von der einen Hand in die andere Hand nehme und stabil in der Hand weiter manipuliere, also zum Beispiel transportiere und ähnliches. Oh, das Geräusch ist weg. Gut,
Und natürlich unterscheiden wir zwischen einhändige Griffe, also man kann so eine Tasse beziehungsweise ein Wok, wie man sieht hier am Griff greifen, beziehungsweise auch zweihändige Griffe. Das heißt, wie kann man tatsächlich die Selektion von diesen zwei Griffen an dem Wok hier auswählen, beziehungsweise wenn man ein Objekt hat, wie entscheidet man sich, wo eins dieser möglichen Griffe? Das sieht man hier nochmal ein Wok, ja, das sind die Griffe, gelb. Und das ist die Hand von dem AMA 3. Und man sieht, das sind alle unterschiedlichen Griffe, die durch bestimmte Kontaktpunkte auf dem Objekt definiert sind. Und natürlich, um das Problem zu lösen, was wir wollen, greifen von diesem Work, müssen wir uns entscheiden für eine dieser Lösungen. Das heißt, das Problem ist nicht die Bestimmung aller möglichen Griffe, sondern die Bestimmung aller möglichen Griffe und die Auswahl unter bestimmten Optimalitätskriterien von einem dieser Griffe, der die Aufgabe dann erfüllt. Und wir werden sehen in dieser Vorlesung, wie man sowas macht. Das heißt, die Frage ist, wie können Griffe auf Objekte generiert werden? Da sieht man hier eine Animation und da kann man sich vorstellen, ich habe heute meine Objekte auch mitgebracht, ja, eine ganze Menge hier in dieser Tüte, damit ich nicht immer den Pointer benutze. Man sieht hier unterschiedliche Hände, wie sie diese Sprühflasche greifen und diese Linien, die man hier sieht, die geben uns Annäherungsrichtungen an das Objekt, also wie tatsächlich die Hand dem Objekt annähern soll. Das ist eine Dreifinger-Hand, also die Barrett-Hand, die auch an diesen Griff hier für dieses Objekt erzeugt. Und jede Linie hier ist assoziiert mit einer Annäherungsrichtung. Und natürlich entlang jeder Annäherungsrichtung könnte ich unterschiedliche Griffe erzeugen. Weil wenn ich diese Flasche hier in die Hand nehme, und ich habe diese Annäherungsrichtung, dann ist das ein Griff, dann ist das ein Griff, dann ist das ein Griff, dann ist das ein Griff entlang der gleichen Orientierung, der gleichen Annäherungsrichtung. Und damit beschäftigen wir uns in diesem Kapitel. Ja? Das heißt, man sieht auf der einen Seite, dass das Problem, dass wir anscheinend eine große Menge von Lösungen haben. Und diese Lösungen resultieren aus der Tatsache, dass wir dort tatsächlich Konfigurationen der Hand suchen im Konfigurationsraum der Hand. Ja? Und wenn man sich vorstellt, naja, die menschliche Hand 21 Freiheitsgrade oder die arme Hand mit 11 oder 17 Freiheitsgrade oder 8 Freiheitsgrade, da könnte man sich vorstellen, dass der Konfigurationsraum natürlich sehr hochdimensional ist. Und dass man hier darauf angewiesen ist, schnell solche Lösungen zu finden. Und genauso wie bei der Bewegungsplanungsalgorithmen werden wir hier auch Methoden kennenlernen, mit denen wir das auch in Echtzeit machen können. So, das heißt kurz zusammengefasst, das Greifen bedeutet eigentlich das Herstellen von Kontakt mit dem Objekt. Also nicht die Vermeidung von Kollisionen, wie bisher in der Bewegungsplanung, sondern wirklich die gezielte Suche nach Kollisionen mit dem Objekt. Und das Greifen natürlich als regelungs- oder steuerungstechnisches Problem ist ein sehr altes Problem, vielleicht genauso alt wie die Robotik, weil die Roboter, die wurden eigentlich vielleicht dazu erschaffen, um Objekte zu manipulieren, zu handhaben in der Produktion und ähnliches. Da ist vieles bekannt. Also wenn man Modelle von der Umgebung hat, wenn man Modelle von dem Roboter hat, da kann man natürlich diese Modelle hier einsetzen, um solche Griffe zu generieren. Das Greifen ist aber auch eins der wichtigsten und vielleicht kompliziertesten kognitiven Fähigkeiten des Menschen, wo man noch nicht viel darüber weiß, wie Menschen tatsächlich mit dieser hohen Dimensionalität der menschlichen Hand umgehen können und so kinderleicht, wie man sagt, Griffe auf beliebige Objekte erzeugen. Ja, das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir nur diese Tassen mal hier greifen oder diese Apfel oder diese Box hier, sondern wir können für ganz schlecht oder komplex geformte Objekte ganz schnell eigentlich solche Griffe erzeugen. Ja? Und
Vielleicht erkennt man daran, dass es hier die Region auf dem Homonolokos, dass der Hand zugeordnet ist, überproportional ist zur Größe der Hand. Ja, die Hand im Vergleich zum Beispiel zum Arm oder im Vergleich zu dem Bein hier ist ziemlich klein, aber die Größe hier von dem Bereich hier in unserem Gehirn ist ziemlich groß. Das sind also Bereiche, die tatsächlich für diese Aktionen oder für den Prozess des Greifen beim Menschen verantwortlich sind. Ähnlich natürlich die Generierung von Sprache hier, das heißt die ganzen Muskeln, die wir in unserem Gesicht haben, für Mimik, für Erzeugung von Sprache und Ähnliches. Und man kann vielleicht durchaus sagen, dass das Verstehen der Komplexität des Greifen beim Menschen, also der Handy, also was man so mit der Hand alles machen kann, wenn man es so schafft, dann hat man vieles über Intelligenz verstanden. Ja? Es ist so ein Zitat, was ich so in den Raum lassen will. Gucken wir mal kurz die menschliche Hand und ich habe die Komplexität bereits erwähnt. Wenn man hier in Anatomiebücher oder Biomechanikbücher guckt, dann sieht man, dass die menschliche Hand 27 Knochen hat, hat insgesamt 21 Gelenke, also Bewegungsfreiheitsgrade oder Degrees of Freedom. Das sind 3 hier pro Finger für die Flexion und Extension, wie wir wissen. Einmal für die Abduktion, also dass man die Finger ausspreizt hier. Dann der Daumen ist natürlich sehr zentral, weil ohne Daumen können wir sehr, sehr, sehr wenig machen. Der Daumen ist der einzige Finger, der immer in die Gegenposition der anderen Finger gebracht werden kann und somit eigentlich das Greifen überhaupt ermöglicht. Man sieht hier, dass der Daumen hier in der menschlichen Hand 5 Freiheitsgrade hat. Und wenn es um die Robotik geht und um die Generierung zum Beispiel von Griffen für eine humanoide Roboterhand, dann reicht es nicht aus, dass wir nur die 21 Gelenke der Hand betrachten, sondern wir müssen wissen, wo ist eigentlich die Hand relativ zum Objekt oder wo ist überhaupt die Hand im Raum. Und deshalb kommen immer 6 Freiheitsgrade, also X, Y, Z, Alpha, Beta, Gamma, um die Position der Hand im Raum zu beschreiben. Also insgesamt haben wir 27 Freiheitsgrade hier, also einen 27-dimensionalen Konfigurationsraum, in dem wir solche Griffe auf beliebig geformte Objekte immer suchen müssen. So, und wie kann man so eine menschliche Hand oder eine Roboterhand beschreiben? Natürlich auf die gleiche Art und Weise, wie in den ersten Kapiteln hier erläutert wurde. Also wir können natürlich kinematische Modelle oder Geometriemodelle, flächenbasierte, zum Beispiel das so ein kinematisches Modell der menschlichen Hand oder hier das Beispiel hier. Das sind hier diese unterschiedlichen Gelenke, von denen ich gerade erzählt habe, also Deflexion, Extensionsgelenke in grün dargestellt hier und dann die Abduktionsgelenke in jedem Basisgelenk der Finger und der Daumen mit seinen 5 Freiheitsgraden. Oder solche Flächenmodelle, die man natürlich braucht, wozu brauchen wir Flächenmodelle? Um Kontakte mit den Objekten, also Kollisionen mit der Umgebung oder Kontakte jetzt im Kontext vom Greifen. Also eigentlich, Kontakte sind natürlich auch Kollisionen, aber für das Greifen sind das Kollisionen im positiven Sinne und nicht so im negativen Sinne wie bei der Bewegungsplanung. So, also hochdimensionaler Raum. Wie kann man die Komplexität des Problems trotzdem reduzieren oder handhabbar machen oder beherrschen? Da hat man sich hier einiges überlegt in der Literatur des Greifens und das erste oder eine interessante Idee, was man hier eingeführt hat, man hat gesagt, naja, wir brauchen ja eigentlich nicht alle Konfigurationen der Hand zu betrachten, sondern wir klassifizieren die unterschiedlichen Grifftypen der Hand in sogenannten Grifftaxonomien. Ja? Man merkt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt so diesen Apfel hier greife,
Da habe ich so einen Grifftyp, was ich auch auf einem Ball beispielsweise, was ich hier nicht habe, anwenden kann oder auf einem etwas größeren Objekt anwenden kann. Wenn ich hier einen Deckel habe, dann habe ich auch einen Kontakt, was ich auch eine Form von Griff, ja, was ich auch auf ein CD oder auf so zylindrisch geformte, flache Objekte auch einsetzen kann. Wenn ich diese Box hier komplett greifen will, dann habe ich sozusagen einen zylindrischen Griff. Und dieser zylindrische Griff kann ich, oder diesen zylindrischen Griff oder eine Modifikation davon kann ich einsetzen, um diese Fläche zu greifen. Ja? So, das heißt, naheliegend ist, dass man solche Taxonomien, also eigentlich Gruppierung von Typen von Griffen, in unterschiedlichen Klassen. Und eine der bekanntesten Greiftaxonomie oder Grifftaxonomien ist die von Mark Katkowski von der Stanford University. Und er hat Arbeiter beobachtet bei, also in einer Studie, Arbeiter beobachtet bei der Verwendung von Werkzeug. Ja, also Hammer, Schraubendreher und so weiter und so fort. Irgendwelche Objekte, Meterstab und so weiter und so fort, die man greifen muss, und kam auf 16 unterschiedlichen Typen von Griffen, die sich durch die Form des zu greifenden Objekts und die Konfiguration, also eigentlich die Fingerstellungen, sich unterscheiden, und hat diese 16 unterschiedlichen Grifftypen in so eine Baumhierarchie angeordnet. Ja, und wo auf der obersten Ebene man unterscheidet zwischen sogenannten Kraft- und Präzisionsgriffen. Ja, und man sieht hier, der erste Griff, das sind sogenannte nicht umschließende Griffe, also auf der linken Seite hier, also nicht umschließende Griffe oder Plattform-Grasp, wenn ich so ein Objekt in der Hand halte. Also ich habe irgendein Objekt auf der flach geöffneten Hand, während umschließende Griffe, wenn ich hier eine Kreditkarte beispielsweise hier in der Hand halte, oder wenn ich einen Disk oder wenn ich hier einen Apfel oder eine kleine Kugel oder einen kleinen Ball hier in die Hand halte. Und dann geht das Ganze hier weiter. Man sieht natürlich, die Form der Objekt spielt hier eine ganz große Rolle. Ja. Zum Beispiel hier bei den zirkularen Griffen haben wir Disk und Ball oder Kugel. Bei den prismatischen Kraftgriffen haben wir natürlich, wenn wir irgendeinen Holzblock beispielsweise greifen können, also wo wir stark tatsächlich die Finger um das Objekt umschließen oder wo wir hier uns an einem Geländer festhalten. Wo wir zum Beispiel hier an einem kleinen oder dünnen Werkzeug oder ein kleines Werkzeug in der Hand halten, und auf der anderen Seite bei den Präzisionsgriffen nochmal zirkulare und prismatische, also rundförmige Objekte, also wie nochmal ein Disk, ja, oder ein 1,4, aber eine Kugel, aber wo man diese Kugel nicht so greift, sondern mit den Fingerspitzen greift. Also da kommt auch so der Name Präzisionsgriff. Und der Unterschied natürlich zwischen den zwei ist groß, ist riesig. Auf der einen Seite hier bei diesem sphärischen, zirkulären, umschließenden Kraftgriff habe ich eine große, große Fläche von Kontakt zwischen meiner Hand und dem Objekt, während bei diesem sphärischen, zirkularen Präzisionsgriff habe ich natürlich nur Kontakt an den Fingerspitzen, wo ich das Objekt festhalte. Ja, das sind zwei unterschiedliche Arten des Griffs, also die Form, die Fingerstellungen, und natürlich unterscheidet sich, obwohl die Form der Objekte hier gleich ist. Und da sieht man hier auf der nächsten Folie, so mit echten Bildern, also die unterschiedlichen Klassen von dieser Taxonomie, auch auf Deutsch, nicht umschließend, umschließend, Kraftgriffe. Und man sieht hier, wir haben hier ziemlich sichere und stabile Griffe auf dieser Seite. Und die Ursache dafür ist tatsächlich, dass die Kontaktfläche zwischen Objekt und der Hand und zwischen der Hand ist sehr groß, während wir auf der anderen Seite hier
natürlich weniger Kontakt habe, wenn ich so eine Kugel nur mit den Fingerspitzen halte, dann habe ich weniger Kontakt, aber ich kann diese Kugel oder dieses geformte Objekt hier sehr, sehr geschickt manipulieren. Ja? Deshalb heißen sie auch Präzisionsgriffe. Also das heißt, Geschicklichkeit bzw. Sensitivität ist natürlich hier höher. Und man sieht, wenn man sich hier in die Richtung bewegt, dann nimmt die Kraft und die Objektgröße, also in diese Richtung, nach links hier in diese Taxonomie. Hier haben wir einen großen Durchmesser, um so einen Stein hochzuheben. Oder hier einen kleineren Durchmesser, um am Geländer festzuhalten. Hier haben wir zum Beispiel einen Stift in der Hand. Das heißt eigentlich, die Objektgröße nimmt hier ab, aber die Geschicklichkeit nimmt auch zu. So, das ist nur ein Beispiel von solchen Taxonomien, wie gesagt, basierend auf Objektform und Fingerstellungen und vielleicht auch, was man mit dem Objekt machen kann, wobei das nicht so ganz raus aus der Taxonomie sticht, dass man so diese Funktionalität von dem Objekt berücksichtigt. Natürlich implizit ist sie schon drin, aber die wurde nie in der Form in dieser Taxonomie beschrieben. Aber es gibt andere Taxonomien, zum Beispiel die Kamakura-Taxonomie, also eine andere Klassifikation von Griffen. Und bei dieser Kamakura-Taxonomie oder die Kamakura-Taxonomie basiert tatsächlich darauf, dass man die Art und die Form und die Größe der Kontaktfläche zwischen Hand und Objekt dort beschreibt, beziehungsweise die Feix-Taxonomie oder Bolek-Dollar-Taxonomie. Da werden wir in dieser Vorlesung hier nichts mehr dazu erzählen, sondern in der nächsten Vorlesung, also in der Robotik 2-Vorlesung im Sommersemester für die Leute, die sich hier für das Thema greifen oder fortgeschrittene Themen des Greifens beschäftigen. So, jetzt, wenn wir solche Griffe für ein Objekt erzeugen wollen, wie in den Beispielen vorher, was ist eigentlich wichtig? Was braucht ihr? Was braucht ihr? Also ihr sollt jetzt für eure Bachelorarbeit, Masterarbeit, irgendein Greifsystem für irgendeine Roboterhand, humanoid, nicht humanoid, implementieren. Ja? Was sind die Fragen eigentlich, mit denen ihr euch beschäftigen sollt? Dass es so Algorithmen gibt, um diese Griffe zu erzeugen, das könnt ihr mal jetzt annehmen. Ihr kennt einige von denen, die wir noch erklären werden in der Vorlesung, aber ich würde gerne mit euch das herleiten. Was ist so wichtig? Also es ist nicht nur eine Sache, es sind mehrere Sachen. Und ich würde gerne versuchen, das mit euch mal jetzt ein bisschen tatsächlich abzuleiten. Okay, die Kraft, die ausgeübte Kraft auf das Objekt. Aber vorher, also du hast noch, dein Main-File ist noch leer. Du hast noch keine einzige Funktion implementiert in dein Hauptprogramm. Ja? Ah, okay, also er braucht Modelle. Wahrscheinlich meinst du Modelle von den Objekten, die gegriffen werden müssen. Ja, also geometrische Modelle. Welche Modelle brauchst du? Flächenmodelle, Kantenmodelle oder geometrische Flächenmodelle oder was? Also ich habe verstanden, Flächenmodelle und vielleicht mit Dynamikparametern drin. Okay, also Modelle von den Objekten. Und diese Modelle, brauchst du sie als 3D-Modelle oder reichen dir so 2D-Projektionen von den Objekten? 3D wäre gut. Also er braucht für die echte Welt 3D-Modelle von den Objekten. Ja. Es waren noch ein paar Hände hier. Ja. Okay, also er hat gesagt, welchen Teil von diesem Objekt, von diesem Modell sollen wir berühren? Oder? So meinst du. Klar, natürlich, das sind die Griffe, die später bestimmt werden durch deinen Algorithmus. Aber du willst sagen, dass du nur taskspezifische oder aufgabenorientierte Griffe haben willst. Weil wenn du zum Beispiel den Ball werfen willst oder wenn du die Flasche in die Tasse in die Geschirrspülmaschine tun willst, dann musst du sie von unten wahrscheinlich greifen, während wenn der Roboter daraus trinken soll, am Griff. Sehr detailliert, aber richtig. Vorher, also
Okay, du brauchst Modelle von der Umgebung, also Modelle von den Objekten und Modelle von der Umgebung. Okay. Genau. Das allererste eigentlich brauchen wir ein Kinematikmodell von der Roboterhand. Das ist unglaublich wichtig, ob das ein Backengreifer ist, ein Dreifingergreifer, Vierfinger, Fünffingergreifer. Also wir brauchen ein Modell von der Roboterhand. Wie bei der Bewegungsplanung oder bei den Regelungen und so weiter, die wir kennengelernt haben, wir brauchen kinematische, eventuell auch dynamische Modelle von der Roboterhand. Okay, was noch? Haptik. Er braucht ein Haptiksystem. Er denkt an das Tasten, bevor er was sieht. Also, das ist richtig, natürlich. Haptik würde natürlich die Stabilität oder die Zuverlässigkeit vom Greifen erhöhen, gerade wenn Unsicherheiten vorhanden sind. Aber bevor wir über Haptik reden, brauchen wir irgendwelche sensorische Informationen, aus der wir die Position von den Objekten in einer Szene bestimmen, oder? Also wahrscheinlich irgendwelche visuelle Informationen, 2D, 3D visuelle Informationen oder ähnliches. Gut, und was müsst ihr noch machen? Also, ich meine, ihr seid ja zum größten Teil Informatiker und die Nicht-Informatiker unter euch, die sind natürlich Freunde der Informatik. Das heißt, eigentlich gehe ich davon aus, dass alle solche Sachen irgendwie in einem Programm realisieren, implementieren wollen. Also, was müsst ihr so alles definieren? Modell der Hand, Modell der Objekte und Modell der Umgebung. Ja, wie wollt ihr eigentlich diese vielen Griffe, die wir in den Animationsvideos vorher gesehen haben, darstellen? Reichen die Kontaktpunkte zum Beispiel aus, dass ich sage, hier ist mein Modell und mein Griff ist so. Mein Griff ist, ich nehme mal an, ich habe nur Dreifingerhand, ja, zur Vereinfachung. Mein Griff ist definiert durch die Punkte, die Positionen der drei Fingerspitzen hier im Raum. Reicht das aus? Andere Kandidaten von oben, wie sieht die Beteiligung von oben aus? Nein? Okay, dann gehe ich nach unten zurück. Wer? Ja, eine neue Person. Winkel, oder? Gelenke, es stimmt alles. Ist eigentlich, wie repräsentieren wir den Griff? Ist der Griff repräsentiert als die Kontaktpunkte an diesem Objekt? Ist der Griff repräsentiert als die Kontaktpunkte plus die Kräfte, die ich wahrscheinlich in dieser Situation hier verwende? Weil wenn ich nur Kontaktpunkte hier habe, dann wird das Objekt runterfallen. Ich übe bestimmt irgendwelche Kräfte. Und wahrscheinlich am Daumen hier viel mehr als an den anderen Fingern, damit ich das Objekt in der Hand halte. Oder ich kann natürlich diesen Griff durch die Gelenkwinkelkonfigurationen der Finger, die in Kontakt mit dem Objekt sind, darstellen. Oder über die Drehmomente der Motoren, die die einzelnen Gelenke bestimmen. Und dann brauche ich ein dynamisches Modell wahrscheinlich von der Roboterhand und nicht nur ein kinematisches Modell. Also die Griffrepräsentation ist ganz wichtig. Also wie repräsentieren wir einen Griff? Es gibt eine ganze Menge von solchen Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man Griffe an Objekten bestimmen will. Und zwar unabhängig davon, ob das Griffe an bekannten, an unbekannten oder teilweise oder ähnlichen Objekten. Das heißt, die Handkinematik, das alles zusammengefasst in so einem Survey Paper, was wir 2014 hier geschrieben haben und veröffentlicht haben. Das heißt, das Allerwichtigste ist natürlich die Hand. Wie sieht das Kinematikmodell von der Hand? Im einfachsten, womit man sich sehr stark beschäftigt hat, natürlich in der Literatur seit Anfang der Robotik, so Parallelgreifer. Aber uns hier, naja, also mich insbesondere in meiner Forschung interessieren Multi-Fingered Hands, also zum Beispiel anthropomorphe oder humanoide Hände. Das zweite ist die Repräsentation von einem Griff. Ja? Also wie können wir den Griff repräsentieren? Basierend auf irgendwelchen oder mit Hilfe von irgendwelchen globalen Features, Merkmale im Raum
Oder lokalen, könnte zum Beispiel die Kontaktpunkte, die Kontaktkräfte an den Kontaktpunkten sein. Dann natürlich, was ganz zentral ist, was für ein Wissen haben wir überhaupt über das Objekt? Er hat gesagt, er braucht als erstes Modelle der Objekte. Und am besten CAD-Modelle, hat er gesagt. Ihr habt gehört, ja? Also der tippt jetzt an seinem Laptop oder Handy. Nein? Okay. So, er hat gesagt, er braucht CAD-Modelle. Das heißt, er geht davon aus, dass man hier bekannte Objekte hat. Aber es kann sein, dass der Roboter ein komplett neues Objekt, von dem ich überhaupt kein CAD-Modell habe, auf dem Tisch hat und der soll dieses Objekt greifen, weil der Mensch sagt, greife mal dieses blaue Ding. Ja? Das heißt, wie geht man mit solchen Situationen um, wo man keine Objektmodelle hat, also komplett unbekannte Objekte? Und was dazwischen ist, man hat zwar kein Modell von gerade dem Objekt, was auf dem Tisch liegt, aber ein Modell von einem Objekt, was dem ähnlich ist. Also zum Beispiel hat man ein Modell von einem Hammer und man sieht nicht genau diesen Hammer auf dem Tisch, sondern einen anderen, anders geformten, kleiner, großer und so weiter und so fort. Oder eine Flasche, kleine, große Wasserflasche. Das heißt, es sind sogenannte ähnliche Objekte hier. Was ganz wichtig ist natürlich, wie diese Objekte dargestellt werden. Also nicht nur, wie die Griffe hier repräsentiert werden, sondern wie die Objekte dargestellt werden. Werden die Objekte tatsächlich nur über deren 3D-Information, also CAD-Information dargestellt, 3D, oder habe ich nur 2D-Informationen von den Objekten oder 2,5D-Informationen oder ich habe eine Kombination. Also multimodale Informationen, dass ich zum Beispiel von der Vorderseite ein sehr gute visuelle Darstellung von dem Objekt habe und von der hinteren Seite vom Objekt nur drei Punkte kenne, weil ich mit der Hand hingegangen bin und ich habe die Rückseite exploriert, haptisch exploriert, ja. Weil ich meine, mit Vision sehe ich ja nur die Vorderseite, aber ich weiß nicht, wie das Objekt von hinten aussieht. Das heißt, da könnten natürlich die Objektrepräsentationen hier multimodal sein, Kombination aus visueller und haptischer Information. Und was ganz wichtig ist, ist die Art und Weise, wie man tatsächlich die Griffe generiert. Und was wir kennenlernen werden in dieser Vorlesung hier, sind analytische Methoden für die Synthese, also für die Generierung von solchen Griffen. Die sind hervorragend geeignet, um bekannte Objekte, um Griffe auf bekannte Objekte oder vorbekannte Objekte zu generieren und zu erzeugen. Aber natürlich unbrauchbar, analytisch bedeutet, ich habe Modelle, unbrauchbar, wenn ich unbekannte Objekte greifen will. Oder wenn die Unsicherheit über die Objektmodelle zu groß ist. Und da sind hier natürlich datengetriebene Methoden, also speziell jetzt in den letzten Jahren mit Deep Learning Methoden hier spielen sie eine sehr, sehr zentrale Rolle. Also wie solche Griffe hier auf unbekannte Objekte datengetrieben, ohne Modellwissen oder mit nur wenig Modellwissen generiert werden kann. Und was klar, wie wir die Informationen über die Objekte erzeugen, welche Merkmale verfügbar sind, habe ich gerade erwähnt. Aber was ganz wichtig ist, ist die Aufgabe. Also was will ich mit dem Objekt machen? Ich glaube, das warst du, oder? Das warst du. Will ich zum Beispiel diesen Pointer hier ausschalten, greifen, um auszuschalten, oder will ich es greifen, um zum Beispiel in die Tasche reinzutun? Will ich den Stift greifen, um damit zu schreiben, oder will ich es greifen, um abzustellen und so weiter und so fort? Das heißt, die Aufgabe, die spielt natürlich eine sehr große Rolle bei der Generierung von Greifhypothesen. Was natürlich auf diesem Diagramm hier nicht vorkommt, ist oder nicht spezifisch, glaube ich, der eine hat gesagt, er will nicht alle möglichen Teile vom Objekt berücksichtigen, sondern nur die Teile, wo überhaupt ein Griff für die zugrunde liegende Aufgabe möglich ist oder erfolgen soll. Aber das steckt mehr oder weniger hier in der Aufgabe. Das heißt, wie kann die Aufgabe tatsächlich oder das, was man mit dem Objekt machen will, die Generierung von Griffen beeinflussen bzw. beschleunigen,
Weil wenn man nur ein Teil oder weiß, wenn man weiß, für eine bestimmte Aufgabe kann ich nur bestimmte Teile von dem Objekt, an bestimmten Teilen vom Objekt greifen, dann reduziere ich natürlich den Suchraum. Ja, und muss ich nur eine kleine Menge von den theoretisch möglichen Kombinationen berücksichtigen. So, nun gibt es zwei sehr wichtige Begriffe in der Literatur, die wir auch hier ein bisschen kennenlernen werden. Der eine Begriff heißt Greifsynthese. Und ich will jetzt hier bei den Definitionen, die jetzt kommen, ich will einen Griff als die Menge von Kontakt, als eine Menge von Kontaktpunkten am Objekt zunächst mal betrachten. Das heißt, ein Griff ist natürlich assoziiert mit einer Hand und mit einem Objekt. Und dieser Griff ist definiert als die Kontaktpunkte auf dem Objekt. Und dann hat man zwei Hauptprobleme hier oder zwei Fragestellungen. Einmal die sogenannte Griffanalyse. Das heißt, gegeben eine Menge von Griffen, ja, also eine Menge von Kontaktpunkten auf ein Objekt, um eine bestimmte Aufgabe und so weiter und so fort zu machen, gebe mir den Griff, der am besten geeignet ist. Ja, also zum Beispiel der Griff, der am stabilsten ist, mit dem ich das Objekt greifen und mit, keine Ahnung, welcher Geschwindigkeit manipulieren kann, also transportieren kann. Ja, das heißt, wir haben eine Menge von Kontaktpunkten hier. Und wir müssen eins oder Aussagen darüber machen, wie gut ist eigentlich wie gut sind diese Griffe beziehungsweise dieser spezielle Griff. Im anderen Fall, wir wollen ein Objekt mit einem bestimmten Griff, zum Beispiel stabilem Griff, kollisionsfreiem Griff und so weiter und so fort, Dreifingergriff, was am wenigsten Energie verbraucht von der Roboterhand, das wollen wir haben. Und deshalb müssen wir natürlich hier mit Hilfe von der Synthese tatsächlich so eine Menge von Kontaktpunkten am Objekt erzeugen, was diese Qualitäts- oder Optimalitätskriterien oder Neben- und Rand interne und externe Randbedingungen hier berücksichtigt. Also externe Randbedingungen natürlich keine Kollisionen beispielsweise mit benachbarten Objekten, keine Kollisionen mit der Umgebung. Interne Randbedingungen, keine Kollision der Finger der Hand mit anderen Fingern. Also er muss nicht nur daran denken, dass wir eine menschenähnliche Hand, wo beispielsweise die Finger hier kaum miteinander kollidieren in die Richtung, aber es kann ein Dreifingergreifer sein oder ein Vierfingergreifer mit komischer, nicht konventioneller Kinematik, wo tatsächlich solche Kollisionen auftreten können. Also interne Nebenbedingungen dann berücksichtigt werden müssen oder wo bestimmte Drehmomente erzeugt werden müssen, um ein Objekt mit einem bestimmten Gewicht halten zu können. So, das heißt, wir definieren einen Griff zunächst mal als die Menge von Kontaktpunkten auf der Oberfläche eines Objekts, die potenzielle Bewegungen des Objekts unter dem Einfluss externer Kräfte einschränken bzw. kompensieren. Ja? Und die Greifanalyse, wir haben ein Objekt und einen Griff definiert als Menge von Kontaktpunkten und wir brauchen Aussagen über die Stabilität des Griffes unter der Berücksichtigung von Randbedingungen. Ja? Randbedingungen, ja, wie groß sind die Kräfte und Momente in den Gelenken vom Greifer oder wie groß sind die Kräfte, die am Kontaktpunkt überhaupt aufgebracht werden können? Keine Kollisionen mit benachbarten Objekten, keine Kollisionen der Finger mit sich selbst. Wir haben ein Objekt und eine Menge von Nebenbedingungen, also wir wollen alle stabilen Griffe für diese Figur mit meiner Hand erzeugen. Ja, könnt ihr diese Figur sehen von da hinten? Eine komische Figur, ja? Genau, ein Engel oder sowas, ja? Genau. So, wir wollen alle möglichen Griffe jetzt erzeugen an diesem Objekt, ja? Das heißt, ich habe ein Objekt als 3D-Modell, ja? Und wir arbeiten nur mit analytischen Methoden jetzt, also keine datengetriebenen Methoden. Ich habe ein Modell und eine Menge von Nebenbedingungen,
Nebenbedienungen, dass ich das Ding nicht zerbreche, zum Beispiel an der Seite hier, wenn es aus Plastik und Ähnliches ist, dass es stabil auf jeden Fall ist und nicht runterfällt. Und wir suchen eine Menge von, die Menge von Kontaktpunkten, eigentlich suchen wir die Griffe jetzt auf diesem Objekt. So, und da wollen wir schauen, jetzt wie wir, also im Rahmen der heutigen Vorlesung und der Vorlesung am Donnerstag, wie wir tatsächlich dieses Problem, vor allem Synthese von Griffen und natürlich auch ein bisschen die Analyse hier machen können. Hierzu eine Frage. Was erscheint euch jetzt am wichtigsten? Wir arbeiten analytisch, wie gesagt, in dieser Vorlesung. Was erscheint euch am wichtigsten jetzt? Wir haben die Objektmodelle, die Umgebung, Modelle, wir haben ein Modell von der Roboterhand, kinematisch, dynamisch und so weiter und so fort. Und jetzt fehlt uns irgendetwas oder nein, oder haben wir alles? Wenn wir diese Definition hier betrachten, was fehlt uns? Andere Personen, ich suche andere Personen, nicht immer die gleichen. Worüber müssen wir noch irgendwelche Aussagen treffen? Oder wovon brauchen wir, welche Informationen brauchen wir noch? Du warst schon dran. Von oben? Ihr könnt ja die Folien vom letzten Jahr anschauen. Vielleicht ist auf der nächsten Folie genau das, was ich suche. Nein? Okay. Ich gebe euch einen Tipp. Ein Griff ist definiert als die Menge von Kontaktpunkten. Jetzt habe ich hier einen Plastikapfel, ja, und das ist eine Menge von Kontaktpunkten hier. Und ich greife das mit meinen Fingern, die natürlich aus ein bisschen soft sind, ja, also die Finger von dem Roboter natürlich, die sind aus, sag ich mal, Metall beziehungsweise hart, ja. Gibt es irgendeinen Unterschied, was wir berücksichtigen müssen, wenn wir zum Beispiel diesen Apfel nicht kaputt machen, an den Kontakt nicht beschädigen wollen, an den Kontaktpunkten? Ja. Genau, die Kräfte. Und diese Kräfte, die sind natürlich anders, je nachdem, ob das Objekt weich oder starr ist, oder? Und wie nennt man das? Wo sind die Mechatroniker unter euch? Was nennt man das? Was nennt man das? Oder wie nennt man das eigentlich, worüber ich gerade rede? Kontaktmodelle. Eigentlich das, was wir jetzt brauchen, wenn natürlich ein Griff definiert ist als die Menge von Kontaktpunkten, dann müssen wir wissen, wie sind eigentlich diese Kontaktmodelle? Also was bedeutet eigentlich ein Kontakt von einem Objekt mit dem anderen? Was bedeutet ein Kontakt mit einem Objekt, von einem Objekt mit dem anderen? Wenn wir zwei Objekte haben und die haben Kontakt, dann ist der Abstand wahrscheinlich, dann ist eine Kollision und der Abstand zwischen den zwei Punkten hier 0 ist, oder? Und kann dieser Abstand kleiner als 0 sein? Doch, wenn die Objekte deformierbar sind. Wenn das eine Objekt in das andere reingeht, dann ist der Abstand zwischen diesen Objekten natürlich negativ, ja? So, aber wir beschränken uns hier zunächst mal nur auf starren Objekten und deshalb gucken wir jetzt, welche Kontaktmodelle gibt es eigentlich in der Literatur und wie kann man sie benutzen hier, um das Problem behandeln. Und da gehen wir von einem sehr einfachen, und Kontaktmodelle sind sehr komplex in der Literatur, in der Mechanik, gehen wir von einem sehr einfachen Fingerspitzengriffmodell. Ja, das heißt, man hat hier die menschliche Hand, wie man sieht, greift zu einem Objekt und man sieht hier natürlich gewisse Deformationen der Haut. Also mein Stift funktioniert, wie man merkt, heute nicht, deshalb kann ich die Folie nicht annotieren. Ich habe noch kein neues Laptop zu Weihnachten bekommen. Warte ich immer noch drauf. Genau, also man sieht hier, es gibt eine gewisse Deformation der Fingerspitzen hier, wenn ein Mensch so einen Knopf greift. Und das ist so ein Fingerspitzengriffmodell hier, was man davon abstrahiert. Das heißt, ich habe hier die unterschiedlichen Finger, die können ja beliebig sein, das ist unser Greifer.
Und das sind die Kontaktpunkte auf dieses gegriffene Objekt. Und dieses Fingerspitzengriffmodell vereinfacht die Algorithmen zur Synthese möglicher Griffe eines Objekts. Also zur Synthese möglicher Griffe. Was bedeutet Synthese? Das bedeutet die Bestimmung aller Kontaktpunkte hier auf dem Objekt. Weil wenn wir diese Deformationen berücksichtigen müssen, dann ist tatsächlich, dann haben wir nicht nur Kontaktpunkte, sondern wir haben an jeder Berührungsstelle am Objekt ein Kontinuum von Kontaktpunkten. So, das heißt, vereinfacht diese Algorithmen, da nur eine geeignete Anordnung der Kontaktpunkte auf der Oberfläche des zugreifenden Objekts bestimmt werden muss. Der gravierende Nachteil natürlich, dass man hier fundamentale Nebenbedingungen, zum Beispiel Kollisionsfreiheit bzw. die Zugänglichkeit des Greifers, also Anfahr-, Abbruckbewegung und ähnliches, nicht berücksichtigen kann. Man unterscheidet verschiedene Fingerspitzenkontaktmodelle, also unterschiedliche Kontaktmodelle mit der Oberfläche von einem Objekt. Und zwar das einfachste Modell sagt man, man hat einen Punktkontakt und da gibt es dort keine Reibung. Also das ist so wie auf einem Punkt auf Eis gleiten eigentlich. Ja? Also sehr, sehr idealisiert. Ich habe nur einen Punktkontakt, wo ich das Objekt greife und dort habe ich überhaupt keine Reibung. Das heißt, eine an einem Punktkontakt ohne Reibung auf die Fläche eines Objekts angreifende Kraft wirkt natürlich ausschließlich nur normal zur Oberfläche. Wenn wir Reibung annehmen am Kontaktpunkt, und zwar an einem starren Kontaktpunkt, dann haben wir natürlich eine Kraft, die an diesem Kontaktpunkt, an diesem starren Kontaktpunkt wirkt. Und die wirkt sowohl normal als auch tangential zur Oberfläche. Und da könnt ihr, glaube ich, schon jetzt merken, wie heikel die Sache mit diesem Greifen ist. Und vielleicht, warum das Greifen in der Robotik nicht so kinderleicht ist, wie wir Menschen das machen. Das heißt, das ist nur ein Punktkontakt, also es ist starke Vereinfachung, ein Punktkontakt starr und mit Reibung. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten der Kräfte, die einwirken am Kontaktpunkt, und zwar normal und tangential. Die beiden Kräfte, die sind natürlich über die Reibungsgesetze von Coulomb miteinander verknüpft. Und das ist aber noch sehr idealistisch, wenn wir jetzt hier über menschliches Greifen, aber auch über Greifen von zum Beispiel deformierbaren Objekten oder flexiblen Objekten reden, dann haben wir nicht starre Kontaktpunkte mit Reibung. Das nennt man auch Soft Contact. Das ist genau tatsächlich diese Art von Kontaktpunkten, die wir mit unseren menschlichen Händen mit den Objekten haben. Ja, unsere Haut deformiert sich immer. Also ich glaube nicht, dass ihr mit den Fingerspitzen ein Objekt greift, ja, mit einer gewissen Kraft natürlich oder mit einem gewissen Gewicht, ohne dass eine Deformation der Fingerspitzen erfolgt. Das heißt, hier haben wir ein nicht starren Kontaktpunkt mit Reibung, Softreibung. Da haben wir angreifende Kräfte am Kontaktpunkt, sowohl normal als auch tangential, wie hier im zweiten Fall. Und zusätzlich wirken sogenannte axiale Momente, also so Momente um die Tangentialkraft, um die Normalkraft auf dem Objekt an dem Kontaktpunkt. Wie kann man das beschreiben? Man kann das beschreiben mit Hilfe von sogenannten Kontaktmodellen oder Kontaktkegel eigentlich. Und da sieht man hier die drei unterschiedlichen Fälle. Das heißt, wir haben hier die Oberfläche von einem Objekt hier. Und das ist ein Finger, was das Objekt hier an dem Punkt CI berührt. Also CI sind Kontaktpunkte ab jetzt. Und man sieht hier, dass wir im ersten Fall, wenn wir Kontakt ohne Reibung, das existiert natürlich in der Robotik gar nicht, das sind so irgendwelche idealen Beispiele, die mit der Robotik gar nichts zu tun haben, dann haben wir hier eine normale Kraft am Kontaktpunkt CI. Starrer Kontakt mit Reibung, dann haben wir eine Kraft, die irgendwie in dieser Kegel liegt, ja. Und wie man sieht hier, diese Kraft, die kann man natürlich darstellen als eine normale Kraft entlang der N,
x-Achse und eine tangentielle Kraft entlang der o-Achse. Und im anderen Fall haben wir auf der einen Seite natürlich eine Kraft, die normal und tangential einwirkt, hier am Kontaktpunkt CI. Das heißt, wir können sie zerlegen in einer Komponente entlang n normal und eine so. Und wenn ich sie addiere, dann bekomme ich diese Kraft. Und zusätzlich haben wir ein Drehmoment, ein axiales Drehmoment, also dieses blaue Pfeil da oben soll dieses axiale Drehmoment beschreiben. Und die Eigenschaften oder die Art von Kontakten lässt sich natürlich beschreiben. Das heißt, für uns in der Robotik sind natürlich die letzten zwei Fälle interessant, B und C, weil ein Kontaktpunkt ohne Reibung haben wir ja nicht. Das heißt, die letzten zwei, da müssen wir uns damit beschäftigen, wie können wir eigentlich diese Reibung beschreiben. Und dieses Reibung beschreiben, das einfachste Modell wären tatsächlich diese Reibungskegel, die man hier in Blau sieht und die man auch sehr gut mit Hilfe von Gesetzen der Mechanik auch parametrisieren kann. Denn der Öffnungswinkel hier von diesem Kegel ist sehr entscheidend, also dieser Winkel Beta hier, und man sieht hier, der Winkel Beta ist nichts anderes als Arcus Tangens von dem hier, also Mu mal Fn durch Fn, das heißt eigentlich Arcus Tangens von Mu, und Mu ist nichts anderes als dieses Reibungskoeffizient, was die zwei tangentialen und normalen Kräfte in Beziehung zueinander setzt über das Coulombsche Gesetz. Man kann das natürlich hier in kontinuierlicher Form darstellen, beziehungsweise in diskretisierter Form, wo man nicht jeden beliebigen Öffnungswinkel oder Wert von diesem Öffnungswinkel beschreibt, sondern nur zu diskreten Zeitpunkten. Das heißt, aus dieser Kegeldarstellung kommt so eine polyederförmige Darstellung von diesen Kontaktkegeln oder Reibungskegeln. So. Man merkt eigentlich, der Spaß mit den Videos, jetzt seid ihr ein bisschen so leise, ich kann es auch verstehen, dass 6:30 ist, aber da wird es richtig ernst jetzt. Ja? Also da wird tatsächlich, greift man auf diese Kontaktmodelle, die man aus der Mechanik kennt, aber die man braucht natürlich, um die Greifsynthese zu machen, um zu sagen, naja, wie stabil ist eigentlich diese Menge von Kontaktpunkten, die ich berechnet habe, um jetzt diese Flasche mit bestimmter Geschwindigkeit entlang einer Bahn zu bewegen und so weiter und so fort. So, und um das jetzt noch mathematisch formulieren zu können, führen wir ein paar Definitionen ein. Und zwar das erste, wir definieren einen Range-Vektor am Kontaktpunkt P, am Kontaktpunkt PI, und dieser Range-Vektor, der umfasst alle einwirkenden Kräfte, wollen wir mit Fi, bezeichnen, und die Momente mit Tau I, also in allen drei Richtungen x, y, z im Raum zu einem Vektor. Und dieser Vektor, wie gesagt, wird der Range-Vektor genannt, und wenn man jetzt hier nur in der Ebene ist und solche planaren Griffe mal betrachtet, dann ist es natürlich klar, wenn ich jetzt an einem bestimmten Kontaktpunkt kann ich nur Kräfte in F, X, in Richtung X und Y und natürlich Drehmomente auf der Stelle, also auf der Ebene, weil ich kann ja durch diese Kräfte ein planares Objekt auf dem Tisch oder auf der Ebene mal drehen und bewegen. Das heißt, mein Range-Vektor ist für einen planaren Griff nichts anderes als fx, fy und tau z, ein Drehmoment um z, während im allgemeinen Fall für einen räumlichen Griff sind die drei Komponenten der Kräfte und die drei Komponenten der Drehmomente, also fx bis fz und tau x bis tau z. Und in Abhängigkeit jetzt von dem Typ, von dem Kontaktpunkt, also wir haben drei Typen von Kontaktpunkten kennengelernt, beziehungsweise zwei von denen sind relevant für die Robotik, folgen dann Range-Vektoren, welche die am Kontaktpunkt wirkenden normalen, tangentialen Kräfte und axialen Momente beschreiben.
Und diese, und aufgepasst, vielleicht die Formalisierung ist ein bisschen komplex, aber ist sehr, also komplex formuliert, aber ist sehr einfach. Wir haben normale, tangentiale Kräfte und axiale Momente am Kontaktpunkt, ja. Das ist im Falle von einem nicht starren Kontaktpunkt mit Reibung. Wenn wir einen starren Kontaktpunkt mit Reibung haben, dann haben wir die axiale Momente nicht. Aber die fassen wir jetzt hier, die bezeichnen wir mit Wn für die normalen Kräfte am Kontaktpunkt I, ja. Dann Wt für die, also Ranch-Vektor für die tangentialen Kräfte und der Ranch-Vektor für die axialen Momente, was mit W-Theta bezeichnet ist, damit man das zum Ausdruck bringt, dass eigentlich durch Drehmomente mal man die Orientierung von dem Objekt verändern kann. Das sind also drei Vektoren hier, die irgendwelche Größen haben, Längen. Und die Skalare oder die Längen von diesen Vektoren, die spannen natürlich einen Raum. Ja? Also diese drei Vektoren, jetzt muss ihr euch denken, muss ihr in diesen Raum denken. Und dieser Raum hat die Einheitsvektoren Wn, Wt und Wθ. Die spannen einen irgendeinen kuriosen Range-Space, nicht kurios, der heißt Range-Space, ja. Und die Stärken oder die Längen von diesen einzelnen Vektoren an einem bestimmten Punkt, ja, wollen wir bezeichnen mit Cn, also wie stark ist die oder wie groß ist die normale Kraft, mit Ct für die tangentiale Kraft und mit Cθ für das axiale Moment. So, und wenn man das alles zusammenfasst, jetzt haben wir natürlich nicht nur einen Kontaktpunkt am Objekt, sondern wir haben m Kontaktpunkte am Objekt. Das heißt, unser Griff, und der Griff war definiert als die Menge von Kontaktpunkten, können wir jetzt definieren durch eine Griffmatrix. Und diese Griffmatrix ist ziemlich einfach, ein bisschen groß, aber einfach. Also was heißt groß, hängt von der Anzahl der Kontaktpunkte. Wenn ich m Kontaktpunkte habe, an jedem Kontaktpunkt habe ich diese drei Vektoren und jeder dieser drei Vektoren hier ist natürlich wie vieldimensional? Sechsdimensional, also Wn, das sind die Kräfte und Momente in allen drei Richtungen, also sechsdimensional und ich habe m Kontaktpunkte, also insgesamt habe ich eine 6 mal 3m Matrix ist, die meine Greifmatrix ist. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache hier, weil das heißt, für jeden Griff jetzt am Objekt oder wir können jeden Griff an einem Objekt mit Hilfe von dieser Matrix darstellen. Die Matrix hat diese allgemeine Form. Die Range-Vektoren für den ersten Kontaktpunkt bis zu dem mten Kontaktpunkt, aber das sind so nur die Richtungen der Kräfte und der Momente, die auftreten und die Größen. Also wie groß diese Kräfte sind, die werden zusammengefasst in diesem Vektor C, was 3m-dimensional ist. Und der gibt uns die Skalare, also die Länge eigentlich von den unterschiedlichen Komponenten beziehungsweise von den unterschiedlichen Vektoren an allen m-Kontaktpunkten auf der Oberfläche des Objekts. So, das ist nicht schwierig, oder? So, nun können wir jetzt hingehen. Wir haben ja die Taxonomie von Gutkowski vorher gesehen und haben gesagt, stabile, nicht stabile, Präzision, Kraftgriffe und so weiter und so fort. Und innere und interne, externe Randbedienungen. Und wir haben gesehen, oder ich habe oft erwähnt, dass zum Beispiel eine Nebenbedienung ist die Stabilität von einem Griff. Und wollen wir jetzt wissen, wenn wir die Kräfte, wenn wir einen Griff jetzt so definiert haben, als eine Matrix dieser Form mit dem Skalar, mit dem Vektor C, der uns die Stärken der Kräfte und Momente an den Kontaktpunkten mal beschreibt. Nun wollen wir eigentlich jetzt sehen, was bedeutet, dass ein Griff stabil ist. Also welche Bedingung muss erfüllt sein, damit dieser Griff stabil ist. Also ich muss wahrscheinlich bestimmte Kräfte an beiden Punkten hier ausüben, damit das Objekt stabil in der Hand ist. Weil wenn ich hier ein bisschen loslasse, dann wird es labil hier, ja. Ja, wenn ich hier loslasse, wird es labil und dann irgendwann mal fällt es. Und das ist, was wir jetzt versuchen, anhand von dieser
Repräsentation von einem Griff zu beschreiben. So ein Griff wird als Gleichgewichtsgriff bezeichnet, wenn natürlich die Summe aller Kräfte und Momente, die auf das Objekt wirken, gleich Null ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, ein durch die Greifmatrix G spezifizierter Griff, auf den eine externe Kraft und ein externes Moment ausgeübt wird, wird als Gleichgewichtsgriff bezeichnet, falls vor alle Kontaktpunkte, also vor alle I's, und I ist, sind unsere Kontaktpunkte, diese Ungleichungen gelten, und zusätzlich es existiert ein Vektor C, ja, für den gilt, dass G multipliziert mit C plus diese externe Störung E gleich 0 ist. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass wir alle Kontaktpunkte hier betrachten und dass wir hier über diese Reibungskoeffizienten oder Coulombschen Reibungskoeffizienten Obergrenzen, also die Tangentialkräfte bzw. die axialen Momente in Abhängigkeit vom Betrag der wirkenden Normalkräfte. Man sieht hier Cn, also die Normalkräfte, die müssen alle an jedem Kontaktpunkt größer gleich 0 sein. Die Tangentialkräfte betragsmäßig kleiner gleich der Coulombschen Reibungskoeffizient in die tangentielle Richtung multipliziert mit C normal. Ja, und das gleiche hier, diese Obergrenze muss hier gehalten werden. Und dann G multipliziert mit C, also C ist unser Skalar, der uns sagt, wie stark die einzelnen Kräfte und axialen Momente sind, plus E, und zwar das ist diese externe Kraft, die auf dem Objekt einwirkt. Ja. Das heißt, ich habe zum Beispiel dieses Objekt hier, und zwei Punkten und ich habe eh ein skalares, eine externe Kraft, die auf dem Objekt wirkt. Und wenn diese Gleichung G mal C plus E gleich 0 ist, dann haben wir ein Gleichgewicht von den einwirkenden Kräften. Das einfachste Beispiel sieht man hier. Das heißt, ich habe ein Objekt, das sind zwei Kräfte an den Kontaktpunkten. Klar, natürlich die Beispiele, die ich hier bringe mit meiner Hand und mit diesen Objekten, das sind natürlich große Kontaktflächen zwischen meiner Hand und meinem Objekt, aber wir gehen nach wie vor von einem nicht starren Punktkontakt und das sind zwei Kräfte, die hier auf diesem Objekt einwirken und die Kraft F ist natürlich das Gewicht hier, wirkt nach unten. Das heißt eigentlich, diese zwei Kräfte können diese Kraft, die von oben einwirkt, kompensieren und somit habe ich hier einen Gleichgewichtsgriff, ja, laut Definition. Also das ist ein Gleichgewichtsgriff, aber man kann sich vorstellen, dass natürlich jede Kraft jetzt, die von einer anderen Richtung kommt, das Objekt aus dem Gleichgewicht schmeißt. Ja? Aber das ist ja die Definition. Das heißt, es existiert ein Vektor, eine Kombination von diesen Kräften, und zwar das sind die zwei, die nach oben gehen, die diese Gleichung erfüllen. Das haben wir gefunden und dann konnten wir so einen Gleichgewichtsgriff bestimmen. Könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht so trivial ist, solche einzelnen Griffe für eine bestimmte Störungskraft. Also die Gewichtskraft ist natürlich die Störungskraft in dem Fall hier, weil soll verhindern, dass das Objekt hier runterfällt. Man muss sich vorstellen, das sind hier zwei, man hält so eine Platte oder so ein Objekt auf zwei, mit den zwei Fingern hier, wobei die Kontaktpunkte starre Kontaktpunkte mit Reibung sind. So, das ist nicht anscheinend alles, was wir brauchen, oder? Sondern wir brauchen solche Griffe. Also wir brauchen eigentlich Griffe, wo wir beliebige Kräfte auf dem Objekt ausüben können und trotzdem ein Gleichgewicht oder das Objekt fest oder stabil in der Hand halten. Ja? Und solche Art von Kräften nennt man kraftgeschlossene Griffe. Und das heißt zum Beispiel jetzt hier bei dem Objekt von vorher, wenn ich das Objekt transportiere mit nur diesen zwei Kräften, alleine anhand der Beschleunigung wird sich eine Kraft auswirken und das Ganze aus dem Gleichgewicht bringen. Das heißt, während Transportbewegung ausführen von Gleif
Operation ein gegriffenes Objekt ist verschiedenen externen Kräften und Momenten ausgesetzt. Wie gesagt, in dem Beispiel, wenn ich losfahre, das Objekt transportiere, aufgrund der Beschleunigung kommt eine horizontale Kraft oder wirkt eine horizontale Kraft auf dem Objekt, sodass dieses Gleichgewicht nicht mehr garantiert werden kann. Die Stabilität eines Griffs erfordert also, dass das gegriffene Objekt im kräftigen Gleichgewicht bleibt. Das bedeutet, die Kräfte und Momente, die durch die Finger auf das gegriffene Objekt ausgeübt werden, müssen sämtliche externe Kräfte und Momente kompensieren. Und hierzu natürlich kommt noch dazu, wenn diese externen Kräfte im Voraus nicht bekannt sind. Also wenn wir nicht wirklich wissen, wie die Transportbewegung erfolgt, mit welchen Beschleunigungen oder Geschwindigkeiten die erfolgen soll. Also wenn diese externen Kräfte oder die Störkräfte, die auf dem Objekt wirken, im Voraus nicht bekannt sind, dann bietet sich natürlich das kraftgeschlossene Greifen zum Erreichen von einem stabilen Griff an. Ja? Also das ist genau anscheinend, was wir brauchen, kraftstabile Griffe, damit wir nicht nur Objekte greifen und stabil halten, sondern greifen, stabil halten und manipulieren. Ja? Weil Greifen ist der erste Schritt der Manipulation. Ja, ich kann keine Objekte manipulieren, ohne dass ich sie greife. Und wenn ich manipuliere, muss ich die Objekte bewegen. So, und wie definiert man so einen kraftgeschlossenen Griff? Natürlich die Greifmatrix wird hier betrachtet. Also ein durch eine Greifmatrix G, die wir kennengelernt haben, spezifizierter Griff, ist kraftgeschlossen, falls für alle externen Kräfte, die auf dem Objekt einwirken, also die Betonung hier, und deshalb ist das Ganze hier im KRT-Grün, dieses für alle, das heißt für alle externen Störungen, die auf dem Objekt einwirken, E in Form von Fx, Fy bis Tau Z, und es existiert ein Vektor C, der uns die Längen von diesen tangential, normal und Kräfte und axialen Momente angibt, für den diese Gleichgewichtsgleichung gilt. So, das heißt, der Unterschied zu einem Gleichgewichtsgriff, dort haben wir nur ein C gefunden. Also wir haben nur eine Kombination von Kontaktpunkten und Kräften gefunden, sodass dieses Gleichgewicht gehalten werden kann, ohne dass wir irgendwelche externe Störungen berücksichtigen. Außer in unserem Beispiel war das Gewicht von dem Objekt nur eine einzige, also Komponente. Hier müssen wir das für alle externen Störungen kompensieren. So, das klingt natürlich ein bisschen sehr formal. Es ist aber einfach eigentlich. Es ist mehr formalisiert, als es vielleicht sein soll. Aber die Frage ist, wie bestimmt man das? Also jetzt, ich gebe euch einen Griff und ihr sollt mir sagen, ob dieser Griff für alle möglichen Störungen tatsächlich stabil in der Hand bleibt. Anscheinend ist das Problem, oder? Dass wir tatsächlich jetzt für einen gegebenen Griff, und Griff haben wir definiert als eine Menge von Kontaktpunkten, über die Greifanalyse sagen können, ob diese Griffe stabil sind, und zwar für bestimmte und im allgemeinsten Fall für alle möglichen externen Störungen. So, eine ganz interessante Sache oder ein zentraler Parameter, was hier eine Rolle spielt, ist natürlich die Anzahl der Kontaktpunkte mit dem Objekt. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr, würde ich mal sagen, mathematische Paper, wo man beweisen kann, dass das, was auf der Folie steht, gilt. Und zwar, natürlich, je kleiner die Anzahl der Kontaktpunkte, die wir haben, um auch kraftgeschlossene Griffe zu generieren, desto kleiner oder desto niedriger ist die Dimension von unserer Matrix, und wahrscheinlich alle anschließenden Operationen vereinfachen sich ein bisschen. Deshalb ist natürlich interessant, immer zu wissen, wie viele Kontaktpunkte brauche ich überhaupt? Ja?
Und minimale Anzahl von Kontaktpunkten hier bei kraftgeschlossenen Griffen, und zwar für Fingerspitzengriff, für das Fingerspitzengriffmodell, was wir ganz vorne gesehen haben. Wenn wir Kontaktpunkte ohne Reibung haben und wir setzen voraus, dass die Objekte keine Rotationssymmetrie haben, dann benötigt ein Planarer und ein Planarer Greifplaner vier Kontaktpunkte, um kraftgeschlossene, mindestens vier Kontaktpunkte, um kraftgeschlossene Griffe zu erzeugen. Wenn wir beliebige 3D-Objekte betrachten, dann sind höchstens 12 Kontaktpunkte nötig. Und wenn diese Objekte, die man greifen will, nur auf Polyeder eingeschränkt wird, dann brauchen wir statt 12 hier nur 7 Kontaktpunkte. Und wenn wir Kontaktpunkte mit Reibung haben, dann ist es klar, dass wir weniger Kontaktpunkte, wenn wir kraftgeschlossene Griffe bei Kontaktpunkten mit Reibung brauchen, also das war der ideale Fall hier ohne Reibung. Mit Reibung natürlich brauchen wir hier weniger Kontaktpunkte. Man sieht hier planare Objekte mit drei Kontaktpunkte und im räumlichen Fall kann man hier eine untere Grenze von vier Kontaktpunkte angeben. Wie gesagt, die Leute, die hier Interesse haben, die können, ich kann die Literaturstellen angeben zu den Papern, wo das auch mathematisch nachgewiesen wird. Das ist so ein Beispiel jetzt für einen kraftgeschlossenen Griff und man sieht hier, das ist ein kraftgeschlossener Griff für das Objekt, was wir vorher gesehen haben, und zwar basierend auf drei nicht starren Kontaktpunkten mit Reibung. Und da sieht man hier, dass wir im Gegensatz zu vorher diesen Kontaktpunkt oben haben, sodass wir beispielsweise beim Transport von dem Objekt auch diese Störungen, die auftreten, kompensieren können. Natürlich unter der Voraussetzung, wir haben Kontaktpunkte mit Reibung und wir haben die entsprechenden Größen der tangentialen, normalen und axialen Momente, die an jedem von diesen an jedem der drei Kontaktpunkte hier einwirken. Ja, das muss man dann entsprechend wählen. So, es gibt noch eine weitere Form von Griffen, und zwar sogenannte formgeschlossene Griffe. Und diese formgeschlossene Griffe, die sind Griffe, mit denen man das Gleichgewicht von dem Objekt in einer Hand sicherstellen kann, nur unter Betrachtung der Geometrie von dem Objekt. Also eigentlich gar nichts mit Kräften und so weiter. So, also ein formgeschlossener Griff unterliegt starken Einschränkungen als ein kraftgeschlossener Griff, der für jeden Kontaktpunkt ausschließlich die sogenannte Nicht-Durchdringungseigenschaft, wir reden über starre Objekte, also nicht deformierbare Objekte, die ineinander gehen oder wo die Distanz zwischen den Objekten kleiner Null wird, kollinear zum korrespondierenden externen Oberflächennormalkraft berücksichtigt werden. Somit ist die Formgeschlossenheit nur von der Position der Kontaktpunkte auf der Oberfläche abhängig, also tatsächlich nur von den Koordinaten der Kontaktpunkte auf der Oberfläche und nicht von den normalen Kräften und axialen Momenten. Das heißt, es werden hier weder Normal- noch Tangentialkräfte noch Drehmomente, die aufgrund von Reibung auftreten, berücksichtigen. Eigentlich muss man sich das Ganze so vorstellen wie eine Zange, die das Objekt wirklich festhält, also klammert, ja, ohne dass es nicht mehr rutschen kann. Ja, das heißt, man muss tatsächlich nur geometrisch an das Objekt rangehen und Kontaktpunkte finden, die das Objekt stabil in der Hand oder in der Hand halten können. Wie formuliert man das Ganze? Natürlich formuliert man das Ganze auch über die Greifmatrix. Und die Greifmatrix heißt, was bedeutet das? Was haben wir dort gelesen? Also, Entschuldigung. Die zu den Kontaktpunkten korrespondierenden externen Oberflächennormalvektoren spezifizieren also die Kontaktgeometrie von unserem Fingerspitzengriff. Und das kann man natürlich nur, kann man mithilfe von der modifizierten Greifmatrix, bei der tatsächlich nur die normal
nicht die Normalkräfte, sondern die Oberflächennormalen. Ja? Also man nimmt die Oberflächennormalen an den Kontaktpunkten und diese Oberflächennormalen sind hier in dieser modifizierten Greifmatrix, aber keine Normalkräfte durch den Kontakt und keine Tangentialkräfte und keine axialen Momente. Es ist rein Geometrie. Wir nehmen seine 3D-Modelle, was er wollte am Anfang der Vorlesung, um zu greifen. Wir sagen, das sind die Kontaktpunkte und am Objekt definieren wir die Oberflächennormalen. Ja? Und diese Oberflächennormalen kann man dann in dieser modifizierten Greifmatrix reinschreiben. Und bei so einem formgeschlossenen Griff, planaren Griff, sind mindestens 4 Kontaktpunkte erforderlich. Für 3D-Objekte erhöht sich die Anzahl auf mindestens 7 Kontaktpunkte. Kann man auch mathematisch beweisen. Das heißt, durch diese modifizierte Matrix, und die modifizierte Matrix sind wiederum Range-Vektoren, aber der Unterschied ist, das sind nicht die normalen Kräfte, die durch den Kontakt auftreten, sondern das sind die Oberflächennormalen an den Kontaktpunkten. Deshalb haben wir auch kein C hier, ja, weil da können wir ja nichts damit assoziieren. Nur ein Oberflächennormal, nur eine Richtung, aber keine Stärke von dem Kraft oder Länge von dem Vektor. So, das heißt, für alle dann externen Kräfte, die hier auftreten, also ein Griff ist formgeschlossen, wenn für alle externen Kräfte ein C existiert, sodass die modifizierte Matrix multipliziert mit C plus E gleich Null ist, Gleichgewicht ist. Und das wäre hier ein Beispiel für einen Formschluss oder für einen formgeschlossenen Griff. Man sieht hier, dass diese 4 Oberflächennormalen eigentlich das Objekt in die Zange nehmen, sodass das Objekt überhaupt sich nicht bewegen kann. Ohne dass man irgendwelche Aussagen darüber macht oder wissen muss, wie groß sind die Kräfte und Momente, die dort auftreten. Alleine die Tatsache, dass wir tatsächlich diese Konfiguration oder diese Konstellation von Oberflächennormalen am Objekt haben, haben wir einen Gleichgewichtsgriff, einen formgeschlossenen Gleichgewichtsgriff hier realisiert. Ganz kurze Zusammenfassung zu dem Komplex. Kraftschluss, die Kinematik der Hand bei einem Kraftschlussgriff kann also die Kinematik der Hand aktiv Kräfte auf den Kontaktpunkten variieren, sodass wir das Objekt stabil in der Hand halten, trotz Einwirkung externer Störungen. Deshalb brauchen wir auch die normalen Kräfte und tangentialen Kräfte oder die axialen Momente am Kontaktpunkt. Formschluss, Kontakte verhindern, dass sich das Objekt bewegen kann. Kraftschluss ist mit weniger Kontaktpunkten möglich. Natürlich ist auch kein Zauber. Ich meine, bei Formschluss brauchen wir eigentlich, müssen wir mehr reinstecken in das System in Form von Anzahl von Kontaktpunkten als bei Kraftschluss, weil diese zusätzliche Information, also das ist fast so das Theorem der Informationserhaltungssatz, mehr oder weniger, wenn man das so sagen darf. Das heißt, ich brauche immer das Gleiche eigentlich. Hier brauche ich weniger Kontaktpunkte, aber mit Kräften und Momenten bei Formschluss, bei Kraftschluss, bei Formschluss brauche ich mehr Kontaktpunkte, aber keine Informationen über die Kräfte und die Momente. Das heißt, Kraftschluss mit weniger Kontaktpunkten sind möglich und die werden und wird deshalb bei Präzisionsgriffen verwendet, erfordert jedoch natürlich eine Regelung der intern auftretenden Kräfte und Momente bei einem Greifer, ja, damit wir tatsächlich beeinflussen können, wie stark die Kräfte und Momente an den Kontaktpunkten sind. Formschluss eine stärkere Bedienung als Kraftschluss und wird oft bei der Ausführung von Kraftgriffen, also bei der Katkowski-Taxonomie, zum Beispiel bei dem Power Grasp, verwendet. Und die Analyse von formschlüssigen Griffen erfolgt immer basierend auf der Geometrie von dem Objekt. So, wir haben noch 2 Minuten für die letzte Definition, und zwar, was bedeutet ein stabiler Griff?
So, bisher haben wir vorausgesetzt, dass die Kontaktpunkte eines Griffs durch starre Finger hervorgerufen werden. In der Realität ist das aber nicht immer der Fall oder oft auch nicht erwünscht. Auch bei Roboterhänden tut man eigentlich flexible Fingerspitzen vielleicht an den Greifern, damit man den Kontakt erhöht oder die Reibung erhöht und somit einen sicheren Greifen, um einen sicheren Greifen zu realisieren. Und um jetzt diese Fingerkräfte zu modellieren, wo man eine gewisse Nachgiebigkeit hat, ja, also nicht ein Punktkontakt mit Reibung, sondern wo die Fingerspitzen tatsächlich nachgiebig sind, betrachtet man und durch diese Nachgiebigkeit natürlich kleine Änderungen von der Nominallage eines Objekts in der Hand entstehen, betrachtet man das, indem man eine sogenannte Potentialfunktion einführt. Das heißt, diese Nachgiebigkeit, diese kleine Nachgiebigkeit in den Fingern, die führt dazu, dass die Lage des Objekts in der Hand bei einem Griff ein bisschen abweicht von der nominalen stabilen von der nominalen Lage. Man definiert also hierzu, um das hier zu beschreiben, definiert man eine sogenannte Potentialfunktion V. Und diese Potentialfunktion V ist definiert auf R6, also auf die Lage von dem Objekt. Und das Objekt ist definiert im sechsdimensionalen Raum und nimmt einen skalaren Wert an, wie die Potentialfelder, die wir kennengelernt haben, auch für die, in der letzten Vorlesung. Also eine Funktion definiert auf R6 und nimmt ihre Werte in R an. Und diese Funktion spezifiziert die in einem Griff gespeicherte potenzielle Energie des Griffs, ja, oder des Objekts in dieser Lage. Ja. Und natürlich die potenzielle Energie, die hängt ja von der, sowohl von der Position als auch von der Orientierung des Objekts in der Hand. Und jetzt, wenn in einem Gleichgewichtsgriff eines Objekts, wenn die potenzielle Energie über diese Potentialfunktion spezifiziert ist und wenn wir ein Delta Q definieren, die eine infinitesimale Lageänderung des Objekts beschreibt, also eine mini-kleine Lageänderung des Objekts in allen Richtungen, in x, y, z, Alpha, Beta, Gamma, und Delta V, die daraus resultieren, die Veränderung der potenziellen Energie. Und wenn für jede Delta Q die Veränderung der potenziellen Energie nicht negativ ist, dann sprechen wir von einem stabilen Griff. Wow, oder? So, genau. Wenn man hier diese Definition mal betrachtet, dann kommen solche stabilen Griffe hier, sowohl vor Kraftschluss als auch vor Formschluss. Nee, das ist nur vor Kraftschlussgriff. Und das ist hier ein stabiler Dreiecksgriff eines Polygons, was nicht Kraftschluss ist, sondern Formschluss. So, für heute belassen wir es dabei. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und wünsche euch natürlich noch wie immer einen schönen Abend. Und wir sehen uns am Donnerstag mit dem zweiten Teil der Vorlesung. Danke.